Hi, herzlich willkommen zu deinen Tagesenergien für rund um Freitag, den 3. Juni 2022. Wir gucken mal, was die Karten dir heute sagen wollen. Natürlich, wie immer, gleicher Satz. Das ist ein allgemeines Kartenreading, also schau, was mit dir in Resonanz geht. Schau auch, was nichts in dir auslöst, dann ist es nicht für dich gedacht heute. Manchmal ist es ein magischer Satz, den ich hier sage. Manchmal ist es alles, manchmal ist es nichts oder irgendwas dazwischen. Guck einfach mal, was für dich hier passt für Freitag, den 3. Juni und die Tage drumherum. Die Energien sind ja fließend, also schauen wir mal, was wir hier haben. Und da geht es um Protection, Schutz, Beschützen. Jetzt haben wir ja hier unsere Mama-Fee, die hier ihren Babybauch hält, beziehungsweise man sieht es gar nicht so genau, es ist die Welt. Es könnte ihr Babybauch sein, es könnte eine Idee sein. Und jetzt guck mal, was für dich am stimmigsten ist, jetzt auch mit den Energien für diesen Freitag oder rundherum. Geht es darum, dass du eine spannende Idee hast und der Hinweis hier ist, erzähl es nicht jedem oder pass mal genau auf, was du wann ausposaunst und wem du was erzählst. Sei mal da ein bisschen vorsichtig. Es kann in der Tat sein, ich muss irgendjemanden beschützen, für jemanden einstehen. Das können deine Kinder sein. Vielleicht gibt es irgendwelche Ungereimtheiten in der Schule oder mit irgendwelchen anderen Kindern oder ja, was auch immer. Und du sagst, nee, da, also jetzt bin ich die Löwenmutter, der Löwenvater, der sich vor das Kind stellt und hier in den Schutz reingeht. Es könnte auch eine Naturgeschichte sein. Elfen, Feen stehen ja auch immer für Naturgeschichten. Also vielleicht geht es auch darum, mal ein bisschen mehr auf Ressourcen zu achten, zu sagen, muss ich jeden Schritt mit dem Auto fahren? Könnte ich nicht auch zu Fuß gehen oder mit dem Rad? Das Licht ausschalten, wenn ich aus dem Zimmer rausgehe. Das Stück Müll, das ich am Wegesrand finde, ja, was war nicht meins, ich habe es nicht dahingeschmissen, ich hebe es aber trotzdem auf. Ja, also guck mal, was da für dich am stimmigsten ist. Wo geht es eben auch darum, vielleicht irgendwas in dir selbst zu beschützen? Ob es jetzt Idee, habe ich ja schon angesprochen, aber ja, auch irgendeine andere Geschichte. Wo ist es aber vielleicht auch an der Zeit, einen Schutzwall fallen zu lassen, weil du denkst, du müsstest irgendwas beschützen, was aber dir auch viel, viel Freude nimmt. Also das kann ja in alle Richtungen gehen. Wir schauen gleich mal ins Tarot, was die Tarotkarten uns dann nochmal an Klärung zu dieser Schutzkarte mit auf den Weg geben wollen oder raten wollen. Aber letztendlich, ich habe dir jetzt schon mal so ein paar Ideen gegeben und du wirst selber wissen, was gerade am ehesten bei dir ansteht oder in welchem Lebensbereich oder auch mehrere, können ja auch mehrere Themen gleichzeitig sein, die da kommen, ne? Da gerade so aktuell ist. So. Wir gucken mal. Übrigens, die Kartensets, die ich heute benutze, findest du auch wieder in der Infobox unten aufgelistet, wenn du dich dafür interessierst. So, und dann schauen wir mal, was wir hier noch für unseren Freitag, den 3. Juni, haben zum Thema Schutz. Was soll denn beschützt werden? Wer soll denn beschützt werden? Warum überhaupt? Was ist denn hier los? Worum geht es denn hier? Es geht in der Tat um das Thema Herz, Herzensangelegenheiten. Das kann jetzt natürlich was mit Liebe sein, ja, wo beschützt du dein Herz zu viel oder zu wenig? Aber Herzensangelegenheiten sind auch Sachen, die uns nahe sind. Also auch hier nochmal, es kann nach wie vor um deine Kinder gehen, es kann nach wie vor um eine Idee gehen, die es zu beschützen gilt. Ja, also wenn wir hier nochmal eine Erklärung haben, aber auch eine Idee, eine Business-Idee ist ja wie dein Baby. Also guck da nochmal hin, was es genau sein könnte. Es geht um Aufbruchsstimmung. Also okay, Lovers, also in der Tat scheint es hier um eine Herzensangelegenheit zu gehen, dass du vielleicht nicht genau weißt, Ritter der Schwerter, nicht genau weißt, zwei der Münzen, ob du vorwärts preschen sollst oder nicht, ob du irgendwas ansprechen oder aussprechen sollst oder auch wenn du Single bist, ob du schon so weit bist, dich wieder auf jemand Neues einzulassen, ob du von alten Verletzungen vielleicht noch ja, noch nicht ganz raus bist oder nicht. Also also irgendwas Altes scheint noch in deinem System drin zu hängen, nicht mehr doll, weil eigentlich bist du, dein Kopf ist schon in Aufbruchstimmung, dein Kopf denkt schon darüber nach, auch Mensch,
eine neue Verbindung wäre ja toll. Und ja, wie gesagt, ich meine, jetzt liegen hier die Liebenden über Kopf. Eine neue Verbindung partnerschaftlich, also ist jetzt sicherlich nicht ein Reading für jeden hier, wäre schon super. Oder eben auch, vielleicht gab es auch Missverständnisse mit deinem aktuellen Partner. Vielleicht gab es Streit, vielleicht gab es Missverständnisse, Ungereimtheiten. Zu sagen, ja, eigentlich müsste ich drüber reden, aber ich weiß nicht wie oder ich kriege es nicht genau hin, aber um vorwärts zu kommen, sollten wir und du hältst dich da vielleicht noch zurück. Kann auch sein, ja, oder der andere hält sich zurück, du willst, aber der andere will nicht. Wir wissen ja immer nicht, ne, wer auf der Karte ist denn wer, bist du das oder ist es die andere Person, um die es dir geht. Aber letztendlich, ich sage nochmal, es kann genauso gut sein, dass es um irgendetwas geht, was dir nah am Herzen ist. Ja, irgendein Projekt, ein Businessprojekt, eine Businesspartnerschaft. Ne? Man hat ja auch so seine Arbeitsfamilie. Ne? Also das wirst du wissen, welche Herzensangelegenheit hier irgendwie unrund war, nicht schön war, was dich verletzt hat, wo du vielleicht auch übers Ziel hinausgeschossen bist. Jetzt haben wir ja Merkur rückläufig auch hinter uns. Und da, das ist ja nun mal eine Zeit von Missverständnissen. Also vielleicht gab es eben auch in der Kommunikation irgendwelche Sachen, die anders rübergekommen sind, als sie gemeint waren. Und deswegen, ja, ist da irgendwie so Herzschmerz entstanden. Und Fakt ist, man weiß nicht, wie man jetzt weitermachen soll oder ob es sich überhaupt lohnt, weiterzumachen oder nach vorne zu schauen. Aber eigentlich 6 der Schwerter, ja. Da kommt wieder Ruhe rein. Wenn man sich ein Herz fasst. Aber was haben wir denn jetzt hier für einen Rat? Ja, der Rat ist schon, geh los und sprich's an. Ja, also mach vielleicht, ja, heile die Vergangenheit, heil das aus. Also da ist noch irgendwas, was dich zurückhält. Also bleiben wir mal bei dem Thema, du bist jetzt vielleicht Single und sagst, aber dein Kopf sagt, ja, ich will ja einen neuen Partner, eine neue Partnerin, aber irgendwas hält dich noch zurück, irgendwas, ja, da schließt du noch dein Herz zu, Protection, und bist noch nicht offen genug auf den anderen Ebenen. Der Kopf sagt vielleicht ja, und in manchen Situationen vermisst du auch jemanden an deiner Seite, aber irgendwie halt die Schmerzen der Vergangenheit sind noch nicht ausgeheilt und wiegen noch zu schwer, als dass du dich darauf einlassen könntest. Und genauso halt auch mit anderen Herzensangelegenheiten, ja, dass du vielleicht durch deine Kinder, die Schwierigkeiten in der Schule oder so haben, dass da selber nochmal ein Thema hochkommt. Dann guck dir dein eigenes Schulthema an. Deine Kinder spiegeln das ja nur für dich. Und dann müssen die nicht die gleiche Geschichte durchmachen wie du. Oder du hast businessmäßig, bist verraten worden, jemand hat dir deine Idee geklaut und dann nagst du noch dran. Also dann lerne draus, beschütze deine neuen Ideen. Wisse aber auch, mit wem du es teilen kannst, weil nicht jeder ist ein Arsch. Aber woran erkennst du es? Hättest du es bei der anderen Person wissen können? Was lernst du daraus? Ja? Weil, was haben wir denn, wenn wir hier in die Heilung gehen? Was passiert denn dann? Na? Irgendwas muss doch passieren. Oh, herrlich. Ja. Dann kommt die Ruhe zurück, dann kommt die Entspannung zurück, definitiv. Aber dazu muss man halt auch nochmal vielleicht sich wirklich eingestehen, welcher Teil von mir ist schon so weit voranzuschreiten und welcher Teil ist es noch nicht? Wo mache ich noch zu? Wo lasse ich mich nicht hundertprozentig ein? Wo bin ich noch in irgendeinem kleinen Drama drin, das ich mir nochmal anschauen sollte, damit ich dann eben auch in die Erlösung, in die Erfüllung, in die Freude gehen kann. Und wie gesagt, ne, guck, welcher Lebensbereich da bei dir gemeint ist. Es kann auch ein Gespräch sein mit einer lieben Person, es kann auch in einer Familie sein, es kann mit einer besten Freundin, einem besten Freund sein. Also auf jeden Fall etwas, was dir wirklich nah ans Herz geht. Ne? Jetzt durch die Lovers-Karte und die 3 der Schwerter ist halt jetzt Partnerschaft naheliegend, das darin zu deuten, aber ich will es wirklich offen lassen, in welchem Lebensbereich hast du irgendwie gerade aktuell eine, ja, ein bisschen Herzschmerz, ein bisschen Verletzung erlitten, vielleicht auch ein bisschen mehr und weißt nicht, wie du weitermachen sollst. Und jetzt geht es halt darum, arbeite das auf, klär das aus der Vergangenheit, worum geht es denn eigentlich? Weil meistens, wenn wir uns angeeckt fühlen, angepikst fühlen, hat es ja weniger mit der Person oder der Situation zu tun, die hier gerade beteiligt ist, sondern mit uns. Und mit dem, woran es uns erinnert. Und da nochmal einzusteigen in die Vergangenheit und reinzugucken, um das Ganze zu klären, um dann wieder voranzugehen mit mutigen Schritten, das ist hier der Auftrag. Wir gucken mal, was die Feen uns dazu noch raten, was wir als abschließende Botschaft haben.
Und da kommt auch nochmal, ja, setzt, come together, setzt euch an einen Tisch, sprecht drüber, redet miteinander. Also wenn es jetzt um zwischenmenschliche Sachen geht, Merkur rückläufig ist vorbei, jetzt ist Kommunikation wieder gut möglich. Also dann besprecht die Sachen ganz ehrlich, ganz liebevoll. Schrägstrich, wenn du jetzt wirklich merkst, das ist was aus der längeren Vergangenheit, ein Thema, das du mit an den Tisch gebracht hast, dann such dir vielleicht auch jemanden, mit dem du drüber sprechen kannst, jemand, der das mit dir aufarbeiten kann, ob das ein Therapeut ist, ein Berater, ob das jemand ist wie ich, die Energiearbeit macht, Dinge energetisch löst, also auf einer tieferen Ebene auch arbeitet, oder ob es einfach der Rat von der besten Freundin ist, den du dir suchst. Aber setz dich mit jemandem an einen Tisch, damit dann eine freudvolle, liebevolle Annäherung wieder möglich ist und auch keine Altlasten mit rumgeschleppt werden. Das ist ja auch nochmal wichtig. Keine Altlasten mehr auf den Tisch kommen, sondern wirklich sagst, wenn ich das ein für alle Mal löse für mich, dann habe ich eben auch einen befreiteren Blick auf die Zukunft, einen befreiteren, fröhlicheren Blick. Ich kann einen Neustart hinlegen in mir. Komplett in mir. Ich sehe auf einmal anders auf die Dinge und kann darüber hinaus dann eben auch in eine ganz neue Reife kommen und die Kraft in mir nochmal ganz, ganz neu entdecken, mich dadurch auch neu entdecken lassen und ja, in eine ganz andere grundlegende Geisteshaltung reingehen, ganz anders, ganz andere Qualität an Miteinander möglich machen. Wie gesagt, egal in welchem Lebensbereich, das wirst du schon wissen, was dich hier am ehesten abholt. So, dann denk mal jetzt noch an eine Frage oder an ein Thema, das dich jetzt generell beschäftigt, kann jetzt hier mit diesem Reading zu tun haben, kann aber auch etwas ganz anderes sein. Gegebenenfalls mach mal kurz auf Pause, bis du deine Frage hast. Dann gucken wir mal, was die Karten dir für deine Frage oder dein Thema mit auf den Weg geben wollen. Und die Antwort ist ja mit Ausrufezeichen. Was immer du im Kopf gerade hast, ja. Brauchen wir, glaube ich, nichts mehr dazu sagen. Ja. Mit Ausrufungszeichen. Bäm. So, dann uns allen einen tollen Freitag beziehungsweise rundherum, je nachdem, wann dieses Video dich gefunden hat, war es ja genau richtig. Und dann wünsche ich dir ein, ja, erfolgreiches, mutiges Hinschauen, Aufarbeiten, Erkenntnisse sammeln und befreites weiter voranschreiten. Und danke dir fürs Einschalten. Klick auf Gefällt mir. Lass mir mal einen Kommentar da, ob das Video dich abgeholt hat oder auch nicht. Ne? Ist ja nicht immer jedes Thema für jeden gleich an jedem Tag. Und dann danke ich dir, dass du hier warst und bis zum nächsten Mal, deine Denise.